böse. Garados, ja. Aber ich muss Body Slam sparen. Eingefroren! Geschieht dir recht. Weißt du? Ach, das ist so ein schöner Moment. Für sich wird die vor. Er hat schon bei 26 gesagt. Intruder! Kommt jetzt eine Frau? Mit Tentaxa und auch irgendein Pokémon. It's my turn, there's no escape. Irgendwie sagen die alle das gleiche, ne? Die eine hat auch gesagt, dass es kein Entkommen gibt. Und wieder zwei Pokémon. Yep, das sind die gleichen. Vergiss es, ich greife dich nicht an. Braucht irgendwann eine Heilung. Na, du. Dann speicher du meine Energie. Ich habe dich nicht angegriffen, also kannst du nichts speichern. Du kannst nichts speichern, das nicht vorhanden ist. Obwohl. So, da reicht er auch. So, weg mit dir. Hinfort! Aus meinen Augen, Tentoxa, ne? Yep. Ich sehe ein Muster. Ich habe ein Déjà-vu, Leute. Ich habe nur 5 Kopfnüsse. Na, super. Alles geflincht. Obwohl, ich habe noch Stärke. Auch noch. Das darfst du nicht außer Acht lassen, Chicken. Und Level 36 von 5. Ah! Impossible, mein Pokémon, help! Ja, sagt das Gleiche. Lass mich raten, bei dem Knopf haben wir dann einen weiteren Kampf. Moment, bin ich nach unten gegangen? Ich weiß selbst gerade nicht mehr, wo ich lang gegangen bin. Ah, okay. Jetzt wird zu beiden. Warning, warning. Who are you? Und täglich grüßt das Murmeltier. Lass mich raten. Golbat! Golbat, check.
Eiscreme muss ich auch irgendwie bescheuert vorkommen. Hä? Schon wieder dieser Kampf? Was soll das? Déjà-vu. Ach komm. Spielen wir bei dem Spielchen mal mit. Verpassen wir den Zuschauern auch mal ein Déjà-vu. Und Garados. Tipu Tipu, du darfst es wieder einfrieren. Lustig wäre es, wenn es wirklich jetzt einfriert. Aber der erste Angriff muss daneben gehen, dann trifft der zweite, der ihn einfriert. Ja. Tipu Tipu hat das Déjà-vu durchbrochen. Boah, Hex, kannst du nicht mal mitspielen? Ich hab nichts gesagt. Ja, Eindringling. No escape. Déjà-vu. Wie ist es, die Pokémon variieren können? Oder sind wirklich immer dieselben Typen? Ach komm, du bist sowieso mit einem Schlag kaputt. Also von daher... Wow! Hope hat auch keine Lust mehr auf dieses Déjà-vu. Und mein Vogel ist von dem Déjà-vu eingepennt. Ist jetzt zu langweilig, dass immer und immer wieder dasselbe passiert. Immer diese Murmeltiere. Egal, Level 49 für Hope. Ah! Ja, my Pokémon impossible help. Puh. Hätten wir das gemeistert. Muss ich nur noch die Türen wiederfinden. Bin ich hier eigentlich schon? Da ging es wieder zurück. Ja. Chicken. Nicht auf das rote Warpfeld treten. Nicht, dass ich das hier alles wieder resette und nicht die ganze Scheiße nochmal machen muss. Obwohl, ich kann jetzt hier rein. Stimmt. I will hack and slash my way to victory! Ach, wirst du das? Das werden wir ja sehen. Ein Pokémon hast du. Bye, Lord.
Oh, nein, 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 nein. Du machst hier keine von Tränen, ne? Erholung. Mhm. Dann schlaf du mal. Drei Feuer-Odem und du bist Geschichte. Und Level 47 für Eiscreme. Und 37 für Parfüm. Why are you so serious? Weil ich es kann. Was haben wir hier unten? Auch ein Warpfeld. Komm, kämpfe erstmal gegen dich. I keep coming back to the same place. Ach, hast du auch ein Déjà-vu? Interessant. Smogmog. Du warst der mit der schlechteren, spezielleren Verteidigung, ne? Schade, dass ich gerade keine Psycho-Attacken mehr dabei habe. Schade, dass ich Yuki gerade nicht dabei habe. Sie würden dir zeigen, was eine Hake ist. Hyperpotion. Jemand hat Tränke benutzt. Okay, ich sollte auswechseln. Hauen wir mal ein paar Surfer rein. Bye. I'm already having trouble and then you have to beat me? It's not fair. Oh. Was ist schon fair im Leben, hä? Irgendwas im Mülleimer? Nein. Gehen wir erstmal hier lang. Sieht auch nach einem richtigen Weg aus. Aber vielleicht könnte das auch nur in eine Sackgasse führen. Das führt in eine Sackgasse gut. Ein Elektroball! Hallöchen. Aber wie gesagt, ich habe keine Lust auf dich, weißt du? Ich muss mich schon mit den ganzen Trailern hier rumprügeln. Da kann ich dich auch noch nicht auch in der Backe gebrauchen. Jetzt haben wir den zweiten Meisterball. Cool. Wo haben wir eigentlich den ersten Meisterball her? Das weiß ich gar nicht mehr. Das war damals vor 1000 Jahren. Nestball. Okay, das sind beides. Sackgassen. Wo ging's zur anderen Türe? Ja, wir haben ja noch das hier vor uns. Also auch, aber das sieht aus wie eine Sackgasse aus. I want to make my own gym one day, so I'm studying how to set traps. Und deswegen bist du die Magma beigetreten. Erstmal mal lieber ins Rätsel ausgegangen. Aber wie sieht denn das aus? Ja, sie waren also Mitglied im Team Aqua. Tut mir leid, abgelehnt. Sie können kein Arena-Leiter werden. Dann bist du am Arsch, ne?